Sascha, du hast dein Video einfach vor 18 Uhr rausgehauen. Na, hör mal! Und Luca, immer damit wieder. herzlich willkommen zu einer weiteren Reaction. Es geht direkt los! eBay Kleinanzeigen Fails zukommen lassen. Das heißt, wir schauen mal so, was auf eBay Kleinanzeigen mal wieder. Da ist der Pesoflex auch am Start. Passiert ist ganz traditionell. Da, seht ihr ihn? Der Pesoflex. Lese ich vor als Person A oder als Person B? Ich würde sagen, erster Fail, let's go. Ach, Digga, diese Werbung immer. Okay, wir müssen den Bruder natürlich unterstützen, also alles gut. Okay. Hallo, Festpreis. Festpreis? Festpreis, Digga. Ja, das ist Festpreis und auch ein fairer Preis. Alles okay. Getriebe, Motor gut. Motor und Getriebe laufen ohne Probleme. Ich verstehe nicht, was ein Auto wirklich ist. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo, ist die Wohnung hellhörig? Das wäre extrem wichtig zu wissen. Besser Einblender. Okay, Leute, wir müssen das Video noch ein bisschen besonders machen. Ab jetzt wird nicht mehr gelacht. Ich regelmäßig Frauenbesuch habe und in meiner jetzigen Wohnung beschweren sich die Nachbarn einfach zu oft. LG. Ich weiß ganz genau, wer diese Anzeige geschrieben hat. Wie ist es als ein Backofen mit 200 Watt? Staubsauger inklusive große Spinne. Der Klassiker. Kommt eine Spinne einfach in dein Haus, du so, Digga, Digga, oh fuck, nimmst den Staubsauger einfach, Spinne weg und dann aber, dann hast du, dann lebt man immer mit in dieser Angst, dann lebt man immer dieser ständigen Angst, ja, dass diese Kackspinne da irgendwann wieder rausgekrabbelt kommt an die Spinne, die in meinem Staubsauger lebt, weil ich sie aufgesaugt habe. Halt dich bedeckt. Scheiß Spinne, Alter. Ich verkaufe meinen voll funktionstüchtigen Staubsauger. Leider habe ich damit eine sehr große Spinne aufgesaugt und deshalb das Rohr vorne mit Panzertape zugeklebt. Das ist schon eine geniale Aktion. War kein Lacher. Ich habe extreme Angst vor Spinnen. Daher kann ich ihn vor Verkauf auch nicht leeren. Tut mir leid. Zurzeit steht er in meinem Arbeitszimmer, was ich zweifach verschlossen habe und mit 3 Sperrholzplatten verschraubt wurde. Wer macht sich die Mühe für so eine Anzeige? Abholung bitte so schnell wie möglich, damit ich wieder an meinen Computer kann, der ebenfalls im Arbeitszimmer steht. Die Polizei hatte ich auch schon angerufen. Die sind mit dem SEK angerückt. Wo sie angekommen sind, habe ich eine Anzeige bekommen wegen Amtsmissbrauch. Keine Ahnung, was das Problem war. Und auf den Schock erstmal zu Kaido. Kylo! Okay, das ist neu. Das ist ein neues Segment, glaube ich. Kylo. Ah, das kenne ich doch schon, das kenne ich doch schon. Erstmal beleidigen den Hund. Komm jetzt. Oha. Los jetzt, so. Komm jetzt. Es ist so ein fauler. Los jetzt. Mensch. Er siehst du, hat geholfen. Besser ist. Moin, ist er noch da? Moin, ja. Super, ist auch ein Ladekabel bei? Wenn es in der Beschreibung steht, ja. Steht nix. Also. Halt's Maul, du kleiner Lappen. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Im Internet dicken Max machen, aber im Real Life keine Eierlutscher. Manche Leute auf eBay Kleinanzeigen. Ah, übrigens, eBay Kleinanzeigen, meine Schwester wollte sich ja auch AirPods holen, ja, meine kleine Schwester. Und, ja, sie guckt so auf eBay Kleinanzeigen, so, neu verpackte AirPods, 100 Euro, 100 Euro. Ja, ich habe meine für 140 gekauft. Ich glaube, sogar zweite Generation, 100 Euro. Ich so, ja, okay, dann würde ich jetzt erstmal ein bisschen misstrauisch sein. Sie guckt so, ich sag so, ja, okay, also guck erstmal, wann der Account erstellt wurde, gestern. Wurde gestern einfach erstellt, der Account. Dann so, ja, okay, lass sie mal einen Kaufbeleg schicken. Verkäufer schickt Kaufbeleg. Ich so, ja, okay, google mal, ob du vielleicht den Kaufbeleg findest. Meine Schwester gibt so ein, bababa, Kaufbeleg, AirPods. Erster Treffer. Einfach auf Google den Kaufbeleg runtergenommen. So eine Verarsche. Der wollte ernsthaft meine kleine Schwester abziehen, der dumme Kek. Da draußen, wenn du das siehst. Du dummer AirPods-Scammer, fick dich, Alter. Aber so billig, ne? Also die Leute auf eBay Kleinanzeigen, die sind manchmal echt einfach ein bisschen verrückt. Sag ich, der auch Sachen auf eBay Kleinanzeigen verkauft. Beste Anzeige. Goldkette, miese diese, King im Shisha-Bar damit. Schöne, dicker,
edle, maskuline Goldkette, getragen von Jürgen und Mehmet. Hab sie abgekauft, als sie kein Geld bei hatten. Bei Netto. Wertanlage, Top-Zustand. Bis bald. Trägt man sie, wirkt man sehr stark und mutiger. Man guckt automatisch etwas Böse, was Sicherheit bringt. Das ist ja wirklich... Was ist das für eine geniale Anzeige? Ganz, ganz wildes Piece. Lange war ich auf der Suche nach einem Teppich mit Kuhfellmuster. Ich war in verschiedenen Läden drin, in allen, die es so gibt. Dank dieser eBay-Kleinanzeige habe ich ihn gefunden. Mein Teppich mit Kuhfellmuster. Teppich? Kuhfellmuster? Ja. Das ist genau wie alle Kühe eigentlich aussehen. Ja, aber normalerweise, warte, ich dachte, die wären lila. Fuck, ich dachte, dass die wären lila. Da gab es doch auch mal so einen Skandal, irgendwie habe ich im Radio gehört. Ist aber schon ewig her. Dass die Milka-Kuh, die war ja immer lila und die stand in manchen Supermärkten so rum, haben tatsächlich Leute, die in den Städten wohnen, angefangen zu glauben, dass Kühe lila sind. Digga, was? Und dann wurde die lila Milka-Kuh, glaube ich, irgendwie verklagt und gebannt. Und jetzt ist sie eigentlich auf keiner Schokolade mehr, wo ich mich auch so frage, wie dumm kann man denn eigentlich sein, Digga? Wie auf den Kopf gefallen kann man denn eigentlich sein? Danke, Luca, für diese Anzeige. Servus, für 1000 Euro kann ich heute abholen. Gruß, 1200 Euro. Okay, danke. Servus, für 1000 Euro kann ich gerne abholen. Plus deine Leber. Bist du behindert oder sowas? Guten Morgen, ist das Auto noch da? Guten Morgen, ja, das Auto ist noch da. Was machen Sie noch am Preis? Was soll ich denn machen? Nix, dann bleibt er so. Your Mac friend, Brent Rambo. Hi, würdest du Begleitung machen? Wie meinst du das? Wir gehen zusammen aus und ich bezahle dich dafür. Übernehme auch alle Kosten, wenn wir weggehen. Ich frage mal meinen Vater, was er dazu sagt. Vielleicht möchte er auch mit. Papa? Gib dann auf die Schnauze! Hallo, wie ist der Zustand des iPhones? Außerdem interessiert mich die Akkukapazität zu finden unter Einstellungen, Batterie, Batteriezustand, maximale Kapazität. Im Voraus vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage. Gruß Thomas. Sind Sie Thomas die Lokomotive? Ich bin sprachlos. Heute keine Übersteuerung. Warte, nee, das ist Verarsche. Das ist ein Scam, das ist ein Scam. Das ist ein Scam. Achtung. Geht die Stimmung? Dankeschön. Rosen sind rot. Safe, es kommt safe noch die Übersteuerung. Safe kommt noch die Übersteuerung. Das ist ein Prank. Meine belegten Brote sind immer... Oh, ja. Nee, aber ist nicht so laut, irgendwie. Oh. Meine Stimme ist heute auch ein bisschen tot. Beine war zu anstrengend zu trainieren. Ach, doch, ist doch ganz schön laut, komm. Lecker, nee. Deswegen nennt man meine Küche auch das Sandwich-Schmecker. Shindy denkt sich auch so, Mashallah, mach noch mal. Danke, ist PayPal-Zahlung möglich? Ja, auch möglich, aber bitte als Freunde senden, damit keine Gebühren entstehen. PayPal? Hallo, besteht noch Interesse oder darf ich es weiterverkaufen? Mit freundlichen Grüßen. Wir sind keine Freunde. Karma existiert. Das Wi-Fi funktioniere? Ja. Okay, sagen Sie mir einen guten Preis und ich werde kaufen. 45 Euro kann ich noch machen. Okay, haben Sie Auto? Wann Sie mir das bringen? Ich werde noch 5 Euro zahlen, weil ich habe eine... kleine Baby und keine Auto. Woher kommen Sie? Ich komme aus Bosnien. Ja. Und an der Stelle bin ich komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr... Also für 5 Euro kann man schon mal 13 Stunden fahren. Das ist schon ein berechtigter Preis. Vollkommen berechtigt. Ich weiß gar nicht, was die haben. Sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr diesen Kanal auf nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Lernbasis ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Da ist was drin, Alter. Was? Da ist was drin, Alter. Was ist da drinne? Was ist da drinne? Oh. Schwerbehindertenausweis. Schwerbehindertenausweis, hast du eins an der Waffel oder? Ja,
das war's von dem Video. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, wenn ihr morgen die Reaction auf unsympathische Chibi sehen wollt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ah, ich bin müde. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.